Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Ossi ist wieder dabei, der Wolle. Ossi ist nicht böse gemeint, also überhaupt nicht. Nein, aber ist halt einfach sein Spitzname. Und wir sind heute eingeladen zum Horst zu Rohladen. Nicht Rollladen. Sondern Rohladen. Rollator, das kommt bei mir später. Von mir auch erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder mal dabei sein kann beim Rainer. Und ja, ich habe mal vor 10, 11 Wochen einen Unfall gehabt. Da hat es mich auf die Fresse gehauen, auf Deutsch, und da Sehne abgerissen, Operationen und so Zeugs. Aber jetzt geht's wieder aufwärts. Jetzt ist er wieder fit, der Junge. Ja, ja. Und ich hoffentlich auch. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal los Richtung Wittlensweiler. Und ja, bevor wir zum Horst gehen, der Horst, der arme Sack, der muss heute noch arbeiten. Der ist gerade im Geschäft. Und wir werden uns noch einen schönen Morgen machen. Wir werden schön wandern nach Wittlensweiler. Und haben auch noch der Trangia im Rucksack. Wir machen uns nämlich noch eine Vorsuppe, bevor wir zum Horst gehen. Und ein paar Bierchen haben wir auch dabei. Jetzt seht ihr aber sagen, jetzt geht's mal los. Jetzt laufen wir hier auf der Straße im Hagenfeld. Da bin ich früh aufgewachsen. Und hier geradeaus an dem großen Baum vorbei. Da kommen wir dann hoch raus in die Natur. Und da werden wir dann mal die Hexe hochlassen. Und mal gucken, ob die uns folgen kann. Jetzt haben wir das mit der Hexe mal probiert. Ja, ich hatte die ja einen Monat oder so, habe ich die Hexe jetzt nicht mehr benutzt. Und schon war ich total überfordert wieder, wie das funktioniert. Wollten wir auf ganz sagen, ja, guck mal, die folgt und so. Ja, die hat überhaupt nicht gefolgt. Die hat mir überhaupt nicht gefolgt. Aber jetzt haben wir es im Griff. Jetzt wird es ein schönes Video, hoffen wir mal. Spätestens wenn der Horst mit drauf ist, wird es schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal schöne Sonne. Das ist auch schon ganz wichtig. Und kein Regen.
Jetzt haben wir die Hexe mal runterholen müssen. Es geht ein ziemlich starker Wind hier. Deswegen habe ich jetzt auch mal das externe Mikrofon hier an die Kamera angeschlossen. Ja, das Mikrofon, wo ich normal an der Kamera habe, das ist beim letzten Regen abgefault. Das ist kaputt. Die Kamera, die ist auch nicht mehr gegangen. Also bestimmt eine Woche lang ist sie nicht mehr gegangen. Habe ich schon gedacht, oh super, 1.100 Euro oder was, oder 1.200 Euro ins Sand gesetzt. Aber nach einer Woche ging sie tatsächlich wieder an. Freut mich. Ansonsten hätte ich eine neue kaufen müssen. Ja, und jetzt laufen wir Richtung Schützenhaus und dann geht es in den Wald rein, Richtung Wittlensweiler. Und da am Kinderspielplatz, da wollen wir dann den Trangia auspacken und unsere schöne Suppe dann machen. Ich freue mich drauf. Aber er auch. Beim Wolfgang klappert es ganz schön hier in seinem Rucksack. Ich glaube, wir müssen mal was rausholen hier aus deinem Rucksack. Der hat gerade gesagt, das Geräusch klingt gut. Ja, hört sich richtig gut an. Na ja. Ja. Ich würde sagen, so zwischendrin im Wald oder so irgendwo, an der Wasserdrehanlage, ja. Da könnten wir hin und da mal ein Bierchen trinken, oder? Mal gucken, ob es gut ist. Wir haben ja schon 11 Uhr. Oh. Also dann tüdeln wir jetzt eine Stunde rum bis zur Wasserdrehanlage und dann... Aber dann. Also wir haben eine kurze Planänderung. Wir wollten ja erst an der Wasserdrehanlage, oder was hast du gesagt da? Ja. Aber jetzt haben wir so schönes einladendes Bänkle gesehen hier mit schönem Blick ins Grüne. Was sollen wir da machen? Was wir weg haben, haben wir weg, oder? Genau, jetzt haben wir mal ein Bierchen weg. Ja. Haben wir schon lange keins mehr gehabt. Das ist recht. Ja, hier haben wir ein schönes Kellerpilz, habe ich zum Geburtstag bekommen von Albersbacher. Das gibt es exklusiv nur für Clubmitglieder. Kellerpilz von Albersbacher. Finde ich richtig klasse, weil das hier so retromäßig aussieht. So früher, wo mein Vater noch Bier getrunken hat, da hat es so ausgesehen. Und in meinem Fall ist das ein Freundschaftspilz. Zum Wohl. Tja, wir haben uns hier ein klein bisschen verschwätzt so mit unserem Kellerpilz und deswegen neue Planänderung. Wir haben gesagt, es langt uns auf keinen Fall jetzt nach Wittlensweiler zu laufen und da erst zu kochen. Wir kochen jetzt schon, es ist schon 11:30 Uhr. Das heißt, das ist ja schon locker nach 12, bis unsere Kohlsuppe fertig ist. Wir wollen nämlich eine Kohlsuppe machen und wir haben gesagt, komm, ist doch okay hier, machen wir gleich hier und deswegen tätig ich sagen, wir legen, aber jetzt habe ich nochmal eine Idee. Wir könnten zur Globushütte laufen und könnten da die Kohlsuppe machen. Da hat es Tischle und Bänkle. Und Sabine holt uns ab und bringt uns dann zum Horst. Ne? So machen wir es. Genau. Ist das gut. Jetzt der letzte Plan? Das ist jetzt der vorletzte Plan. Okay, zum Wohl. Der und, vorläufig letzte Plan. Und dann Plan. Sehen wir uns an der Globushütte wieder. Genau, so machen wir es. Das ist eine gute Idee. Zum Wohl. Ja, irgendwie bin ich heute nicht so fit wie der Wolfgang. Ich nuckel immer noch hier an meinem Bierchen rum. Wir sind jetzt gleich oben. Ich darf noch ein Stückchen trinken. Ja, er hat ja auch nebenher noch die Technik zu bedienen. Das darf man nicht vergessen. Genau, die Technik. Okay, jetzt sind wir gleich oben an der Globushütte. Da hoffen wir, dass da frei ist. Dass da nicht eine große Meute sitzt und gerade grillen tut. Dann hätten wir total verkackt, aber... Wird schon passen. Nee, wir geben nichts ab. Wir geben nichts. Und ja, dann darf der Wolfgang schnippeln und ich mache die Technik genau. Ich halte die Kamera. Gute Idee. Ja. Passt. Hey, ich habe es ja gesagt, eine Kohlsuppe soll es geben. Wir haben jetzt hier mal alles schön hergerichtet, was wir brauchen. Eine Kartoffel, Kohl natürlich. Ein bisschen Speck, zwei schwarzgerauchte von meinem Hausmetzger, eine Karotte, Zwiebel und der Wolle hat hier noch Pfeffer und Salz. Ist eigentlich Stegpfeffer, oder?
Oder Grill wird es, einfach Grill. Ah, das ist Grillgewürz, aber okay. Das ist gut für hier. Okay, und das machen wir auch mit da rein. Ja, und der Wolfgang, der darf jetzt mal anfangen und alles klein schneiden. Und ich tue mal den Drangia aufbauen. So machen wir es. Legen wir los. Ja, ein bisschen was zu unserer Vorgehensweise. Zuerst Speck, Zwiebeln, Karotten tun wir anbraten. Dann ja, die Kartoffel können wir auch klein schneiden, anbraten. Und das Kraut tun wir dann auch mit rein, dass das kleiner wird. Und dann tun wir es würzen und Wasser rein und ein bisschen Gemüsebrühe. Ja, hier sind übrigens noch andere, die wollen hier noch ein Fest machen heute. Aber ich denke mal, bis dahin sind wir fertig oder verziehen uns dann mit unserer Suppe. Wie auch immer. Und der Wolfgang hat alles im Griff. Soweit schon. Ja, mit Speck und Zwiebel, das riecht schon richtig gut. Also das kann nur gut werden. Ja, ist ein bisschen schade. Der Horst, der muss uns nachher schön verköstigen, aber ich vermute mal, von der leckeren Kohlsuppe kriegt er nichts. Wie gesagt, er ist arbeiten und ich glaube kaum, dass wir die Suppe bis nach Wittlensweiler irgendwie kriegen. Ich vermute mal, die werden wir hier geschwind reinsaugen, oder? Selbstverständlich. Taugt das was, ja? Ja. Bis auf die Wurst ist jetzt alles drin. Bis auf das, was ich wieder rausschmeiß. Ja, der Kohl muss jetzt noch ein bisschen zusammengehen, dass der Rest auch noch reinpasst. Und dann tun wir jetzt Wasser rein. Wolfgang sein Gewürz. Und ein Brühwürfel, also so ein Fleischbrühe oder Gemüsebrühe hier. Den hauen wir noch mit rein. Und dann lassen wir es mal so eine halbe, dreiviertel, na mehr dreiviertel Stunde bis Stunde, lassen wir das schön köcheln. So lange können wir noch einen Kellerpilz trinken oder ich habe auch noch anderes Bier dabei. Ja, genau, so machen wir es. Genug geredet. Ja, das, was der endgültige Geschmack bringt, haben wir jetzt auch rein, die schwarzgerauchten. Jetzt kann also wirklich nichts mehr schief gehen. Außer natürlich das, was ich hier neben dran schmeiß, kommt wieder rein. Ist ja alles Natur, kein Problem. Die Kartoffel ist auch im Dreck aufgewachsen. Okay, jetzt lassen wir das hier mal so eine Bierlänge mal kochen. Sprich so eine Stunde. Genau, wir brauchen eine Stunde zum Bier trinken. Genau, so sieht's aus. Die Wartezeit überbrücken wir jetzt hier schön mit dem Zwickel. Ja, hier kann man es aushalten. Da unten kocht es und wir werden jetzt schön das Zwickel aufmachen und dann den Tag genießen. Fast vergessen, dem Wolfgang sein Grillgewürz. Genau. Ich habe gefragt, wie viel tun wir da rein? Das sagt er alles. Also ich weiß auch nicht, aber ich schütte jetzt mal. Also, was tätet ihr sagen? Alles? Wenn es Durst macht, alles. Ja, kannst du. Wir können ja auch noch ein bisschen nachwürzen. So, Tille. Ich muss mal jetzt testen, ob es überhaupt schon gar ist. Also, meine Meinung ist, das können wir jetzt essen. Der Geschmack ist gut,
Aber wir haben gerade eins festgestellt. Wir haben was ganz Wichtiges bei Kohl vergessen. Kümmel. Den Kümmel haben wir vergessen. Deswegen müssen wir einen Stern abziehen. Ja, zur Verdaulichkeit. Ja. So, jetzt nehmen wir hier den schönen Schöpfer, den mir jemand geschenkt hat. Der kam mit Amazon, habe ich ja schon mal gesagt. Und dann können wir jetzt hier mal schön rausschöpfen. Ha? Wolle macht das. Wolle macht das. Mensch, wir brauchen heute überhaupt noch Rouladen. Nee. Aber das dauert ja eine Weile. Also, wir nehmen das als Vorspeise hier. Mehr. Als Amesgüll. Genau. Aber es sieht richtig gut aus, du. Doch, doch. Das haben wir kennen. Ja, ich. Du sagen, genau. Du hast es kennen. Wir können mit unserer Leistung zufrieden sein. Jawohl. Leg mal los. Ja, nochmal kurz durchspülen. Kurz durchspülen, genau. Dass der Staub aus dem Verdauungsorgan geht, so und jetzt. Und dann mal unsere Vorsuppe vor den Rouladen, die wir gleich vom Horst kriegen. Sozusagen das Amesgüll. Ja, aber nochmal ein Brühwürfel wäre zu viel gewesen, also definitiv. Nee, das stimmt schon. Du hast recht gehabt, doch, doch. Aber ja. Das Gewürz, ja, passt. Hey, das ist schon. So kann man es aushalten. Hm? So macht uns das Spaß. Kohlsuppe, Zwickel. Da kann ja nichts mehr schief gehen hier. Hm? Da hat der Zwickel. Der Zwickel. Macht nicht schon wieder Werbung hier. Doch, sonst gibt es auf die Mütze. Vielleicht kriegen wir ja mal einen Exklusivvertrag. Vergiss es. Planänderung Nummer 277 heute. Sabine muss uns nicht abholen, wir haben jetzt nämlich halb zwei, und um halb drei wollten wir uns mit dem Horst treffen. Das heißt, diese Stunde nutzen wir jetzt und laufen Richtung Horst, Wittlensweiler, genau. Und ja, ein Bierchen haben wir noch. Kriegt der Horst nichts davon. Die sagen schon wieder Säufer zu dir. Na. Also zu mir? Nein, zu dir. Ein Bierchen haben wir noch im Rucksack, das werden wir unterwegs noch trinken, auf einem schönen Bänkle. Und dann werden wir dann so richtig lustig beim Horst einschlagen, vermute ich mal. Ach was, wegen drei Bier. Wegen drei Bier. Das sind die ersten drei für heute. Das stimmt. Ja, ich muss ja die ganze Woche nachholen. Ich hatte Nachtschicht, kann ich die ganze Woche kein Bier trinken, kein Alkohol. Ja, muss ja am Wochenende mal. Und ich hatte Schulter, ich durfte auch nicht trinken. Ich hatte Schulter. Normal hat man ja Kreuz oder was? Rücken. Genau. Ich habe Rücken. Ja, aber ich habe jetzt Schulter. Du hast auf dem Rücken das Bier. Ja. Das ist mein bester Freund, der hat immer das Bier dabei. Zum Glück habe ich keinen Rücken, deswegen kann ich das Bier tragen. Das ist mein Bierträger. Ja. Okay. Wasserträger würde ich ablehnen. Ja, die Hexe, die hat gerade was ganz Seltsames gemacht. Wir sind ja hier gesessen und haben die filmen lassen. Und dann ist die Hexe, ist eine Radfahrerin vorbeigefahren. Und die Hexe ist plötzlich der Radfahrerin gefolgt. Ich habe schnell die Fernbedienung suchen müssen, ich habe die schon hier hingelegt gehabt. Und ist durch die Hexe der Radfahrerin hinterher. Ja gut, ich meine... So eine Hexe hat auch Gefühle und Geschmack. Ja, genau. Anscheinend. Der Wolfgang hat gesagt, der wäre ja auch eher hinterher wie dir, aber ja gut. Selbstverständlich. Ja, auf alle Fälle, wir haben gesagt, hier trinken wir einen Kellerpilz. Und dann haben wir noch als weiteres gesagt,
Wir werden das Video hier jetzt beenden und das Video mit Teil 1, oder? Teil 1 und das Video mit den Rouladen, das kommt dann morgen. Morgen um 17 Uhr werdet ihr dann Horsts Rouladen sehen und wir werden sie essen. Genau. Weil unser Kraut habt ihr ja schon gesehen. Also heute haben wir genug gefilmt, das langt für heute und das morgen gibt ein extra Teil, weil ich will ja auch ein bisschen was verdienen hier an dem ganzen Thema. Genau, und darauf trinken wir jetzt. Genau, zum Wohl. Und tschüss, bis morgen. Hallo. Hallo, zum Wohl. Gut ist. So muss sein.